schönen guten Morgen, meine Schöne. Hallo, Liebling. Setz dich zu mir. Ja. Das ist Granatapfelsaft. Ha. Der soll sehr gesund sein. Was kann der, was mein Kaffee nicht kann? Eigentlich alles. Der ist gut fürs Herz, für den Kreislauf. Das ist mein geliebter Muntermacher aber auch. Der soll sogar aphrodisierende Wirkung haben. Oh, lala, lala. Aber ich glaube, das heben wir uns für später auf. Jetzt erst einmal genieße ich meinen kleinen Schwarzen. Die verlangen doch auf dem Meeting in Hamburg in 3 Tagen ein komplett ausgearbeitetes medizinisches Konzept. Dabei war das nicht Gegenstand der Vertragsverhandlungen. Wer? Liebling, wovon rede ich die ganze Zeit? Vom Goldverband. Natürlich haben Felix und ich uns unsere Gedanken gemacht. Aber noch ist kein Arzt verpflichtet. Wahrscheinlich haben die mitbekommen, wie wichtig euch dieser Event ist. Und deswegen kommen sie dauernd mit neuen Forderungen. Ich frage mich, ob sich dieser ganze Aufwand überhaupt lohnt. Trink doch erstmal einen Schluck von deinem Saft. Der tut dir gut. Den hast du in Südamerika jeden Tag getrunken? Ja. Die Peruaner sagen täglich ein Glas davon und dein Kopf und dein Herz bleiben ein junger Mann. Das klingt aber vielversprechend. Sie würzen ihn mit Ingwer und Honig. Das habe ich natürlich sofort an die Küche weitergegeben. Du bist so rührend besorgt um meine Gesundheit. Kommt das von unserem Gespräch gestern? Liebling, das Testament, das ist doch eine reine Formsache. Na gut, damit es mit dem gemeinsamen Älterwerden auch tatsächlich klappt. Ja, bitte? Guten Morgen. Ihr seid noch beim Frühstück. Guten Morgen, wir sind gerade fertig. Schön, dass du pünktlich bist. Wir wollten einen kleinen Ausflug zu Alm machen. Heute ist ja mein freier Tag. Ja, es hat doch niemand behauptet, dass sie schwänzen. Ihr beide kommt klar, oder? Ich ziehe mich rasch um für den Spaziergang. Setzen Sie sich doch. So, da bin ich. Können wir? Ja, gern. Ich freue mich. Mach's gut und pass auf dich auf. Du müsstest ihn nur kennen, dann wüsstest du, dass er ein ganz großes Herz hat. Bei dem denke ich an einen großen Geldbeutel. Ben, was ist los? Keine Ahnung. Mir ist plötzlich schlecht und schwindelig. Du gehörst ins Bett. Das kann sein. Da war ich in letzter Zeit sehr selten. Komm. Na, hattest du einen schönen Spaziergang? Ich war ausreiten. Das nächste Mal musst du unbedingt mitkommen. Ich habe eine neue Strecke ausgekundschaftet. Hat dir denn eigentlich mein Saft geschmeckt? Welcher? Ach, du meinst ein aphrodisierendes Geheimrezept aus Peru? Das müssen wir aufs nächste Mal verschieben. Aber dein Glas ist doch leer. Ich habe auf deine Zaubermixtur verzichtet. Zugunsten deines Sohnes. Ben hat den Saft getrunken. Also wenn ich gewusst hätte, dass es dir so wichtig ist. Ich probiere deine Vitaminbombe ein anderes Mal. Versprochen. Martin, könnten Sie diese Praline bitte bei der Konditorei im Dorf besorgen? Es ist jetzt 13 Uhr. Ich mach das wieder um 3 auf. Ja, von mir aus auch um 3. Ja. Hauptsache schnell, sonst reißt mir die Saalfette im Kopf. Wieso das denn? Es war ein Hochzeitsgeschenk und ich voll der Papst versehentlich gegessen. Okay. Ben, was ist los? Keine Ahnung. Mir ist plötzlich schlecht und schwindelig. Du gehörst ins Bett. Silvia, was hast du denn? Ist dir nicht gut? Mir ist gerade eingefallen, ich hab was vergessen. Ich muss dringend weg. Cola! Mein Gott, warum dauert das so lange, bis sie dran... Nein, ich wollte nur wissen, wie viel Zeit ich habe
um das Gegengift zu verabreichen. Ja, nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ich wollte es nur sicherheitshalber wissen. Danke. Ben, du darfst nicht sterben. Das lasse ich nicht zu. Hallo, ist Ben hier? Nee, leider nicht. Wissen Sie, wo er ist? Keine Ahnung, er hat frei heute. Blutdruck und Ruhepuls sind leicht erhöht. Ist das schlimm? Normalerweise nein. Eigentlich müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wahrscheinlich der Stress. Vielleicht doch ein Infekt. Wie geht's Simon? Wieso? Er war gestern bei mir, weil er sich nicht wohlgefühlt hat. Ach, Sie meinen, dass ich mich vielleicht bei ihm angesteckt haben könnte? Simon war heute joggen, hat dann eine Pizza gegessen und eine riesengroße Portion Eis. Sieht das nach Grippe aus? Frau Strobel weiß auch nicht, wo er ist. Und auf seinem Handy, da kriege ich immer nur die Mailbox dran. Tja. Bitte, es ist dringend. Ich muss Ben sprechen. Denken Sie nach. Was hatte er denn vor? Er hat sich heute kurz hingelegt. Ihm ging es irgendwie nicht so gut. Und dann? Naja, ich habe ihm vorgeschlagen, sich durchchecken zu lassen bei meiner Mutter, aber... Ob er da wirklich hingegangen ist, das weiß ich nicht. Danke. Gerne. Tschüss, Herr Sponheim. Wiedersehen. Evelyn Konopka? Silvia Saalfeld hier. Ist Ben Sponheim bei Ihnen? Tut mir leid, Frau Saalfeld. Ich darf über Patienten keine Auskunft geben. Ich will doch gar nicht wissen, ob ihm was fehlt. Ich muss doch nur wissen, ob er in der Praxis ist. Auch das fällt unter die Schweigepflicht. Bitte, wenn ich noch bei Ihnen arbeiten würde, dann würde ich das doch auch mitbekommen. Ich muss ganz dringend mit ihm reden. Oder sagen Sie ihm wenigstens, dass er sich bei mir meldet, ja? Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Er ist gerade gegangen. Pech gehabt. Hier ist nur die Mailbox von Ben Sponheim. Bitte später nochmal anrufen oder eine Nachricht hinterlassen. Gehst du denn nicht ran, Ben? Wissen Sie, wann der arme Teufel das Gift genommen hat? Irgendwann, heute Vormittag. Irgendwann? Eine sehr präzise Angabe. Halb fünf. Ja, ich würde sagen, Sie haben eine halbe, maximal eine Stunde. Und dann, adios, amigo. Gehabt. Hier ist nur die Mailbox von Ben Sponheim. Bitte später nochmal anrufen oder eine Nachricht hinterlassen. Lars, bitte. Lars, geh ran, komm. Lars. Hier ist die Mobilbox von Lars Hoffmann. Sie haben die richtige Nummer gewählt, aber leider zum falschen Zeitpunkt. Wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen. Wenn du das hörst, dann melde dich bitte sofort bei mir. Es ist sehr dringend. Wo steckst du denn? Ich habe mein eigenes Kind getötet. Mein Sohn. Mama, ist alles in Ordnung? Siehst müde aus. Ich bin auch total kaputt, aber das muss irgendwie am Wetter liegen. Ja. Frau Dr. Konopka hat mir schon Kreislauftropfen. Ich habe ein Mittel, das hilft dir garantiert bestimmt. Nee, lass mal, so viele Medikamente schlucken, das ist. Das musst du nehmen, bitte. Gerade noch mal gut gegangen. Trink das. Sollte ich aber nicht vielleicht doch erst. Nimm es, bitte. Ist ja gut. Soll mich schon nicht vergiften. Das scheint gar nicht so schlecht. Wenn es hilft, muss ich mir unbedingt den Namen aufschreiben.